Ja, hallo, schön, dass ihr alle gekommen seid. Wir vom Esperanza stehen für eine freie Kultur, Vielfalt und Solidarität. Das ist das, wofür wir hier als Jugendkulturinitiative stehen. Hier und heute in unserer Stadt und auch sonst überall. Und weil die AfD gegen genau all das steht, sind wir da. Sie steht für Ausgrenzung, sie steht für Rassismus, sie steht für Umweltzerstörung. Die AfD ist außerdem der parlamentarische Arm des deutschen Rechtsrocks und der überall zu spüren ist. Welche große Rolle die AfD beim Rechtsrock spielt, wird auch beim Blick in das Wahlprogramm klar. Hier ist zu lesen, dass mehr Abschiebungen und mehr sichere Herkunftsländer gefordert werden. Mit sicheren Herkunftsland meint die AfD übrigens auch Syrien. Was die Umsetzung dieser Forderung für Menschen bedeuten würde, welche vor Klimakatastrophen und Kriegen fliehen müssen, ist kaum auszumalen. Und nicht zuletzt ist dies der Ausdruck des tief eingesessenen Rassismus der AfD. Gleichzeitig zeigen sie allerdings auch keine Anstalten, Klimakatastrophen zu verhindern und die Klimakrise in den Blick zu bekommen. Ganz im Gegenteil, die AfD leugnet den Klimawandel und sagt sogar, Achtung, Zitat, der Anstieg der Konzentration von CO2 in der Atmosphäre hat in den letzten Jahrzehnten zum Ergrünen der Erde beigetragen. Und wenn diese Partei die Erderwärmung nicht gerade leugnet, dann ist sie der felsenfesten Überzeugung, dass diese auf jeden Fall nicht menschengemacht ist. Wieder ein Zitat aus dem Wahlprogramm. Es ist bis heute nicht nachgewiesen, dass der Mensch, insbesondere die Industrie, für den Wandel des Klimas maßgeblich verantwortlich ist. Die jüngste Erwärmung liegt im Bereich der natürlichen Klimaschwankungen. Dass sich sämtliche Forscherinnen darin allerdings einig sind, dass eine Klimakrise existiert, dass die Erderwärmung menschengemacht ist und vor allem, dass die Klimakrise jetzt schon da ist, das ist in der Welt der AfD nicht wichtig. Doch für uns gilt es zu handeln und nicht zu verändern und auch nicht zu leugnen. Dieses Muster von Leugnen und Ignorieren ist die typische Reaktion der AfD, wenn sie mit realen Problemen konfrontiert wird. Nicht nur bei der Klimapolitik, auch bei der Corona-Politik. Hier hat diese Partei mal wieder keinen sinnvollen Beitrag geleistet. Im Gegenteil, sie hat mit der Teilnahme an sogenannten Querdenker-Demonstrationen das Leben vieler Menschen gefährdet. Sie haben sich dort neben aktiven Neonazis, Corona-Leugnern und Verschwörungserzählern eingereiht. Das trug nicht zum Beheben des Problems bei, sondern stärkte den Rechtsruck und das Pandemiegeschehen. Denn auf solchen Demonstrationen haben sich nachweislich viele Menschen mit dem Virus angesteckt. Die Teilnahme hier dran war also gefährlich für die gesamte Bevölkerung und die versucht, den Virus in den Griff zu bekommen. Aber das schien den Mitgliedern der AfD herzlich egal zu sein. Genau wie Menschen, die auf der Flucht sterben. Genau wie die Menschen, die durch Klimakatastrophen sterben. Und genau wie die Gesundheit von uns allen. Denn wer hat in letzter Zeit wirklich was Sinnvolles gemacht? Richtig, die Menschen aus dem Bereich der Pflege. Doch anstatt diesen Bereich auszubauen und dafür zu sorgen, dass mit Gesundheit kein Geld verdient werden darf, fordert die AfD den Ausbau der privaten Krankenhäuser. Das würde bedeuten, dass Gesundheit ein Luxusgut werden würde. Für uns gilt aber, mit Gesundheit darf kein Geld verdient werden und sie ist auch kein Luxusgut. Auch die reaktionäre Seite der AfD ist im Wahlprogramm nicht zu überlesen. Zum Thema Familienpolitik zeigt sie sich hier mal wieder von der mittelalterlichsten Seite. Obwohl sie gerne von Selbstverantwortung sprechen, sind Frauen dabei nicht gemeint. Sie sprechen Frauen das Recht an ihrem eigenen Körper ab, indem sie fordern, dass Abtreibungen illegalisiert werden sollen. Und welches Frauenbild verschiedene AfD-Mitglieder haben, lässt sich auch unschwer an Aussagen wie: Das Problem an Fasching ist, dass du nicht erkennen kannst, ob sie 14 oder 18 ist. Wenn du Pech hast, kommst du an die 18-Jährige dran erkennen. Und der Gast der AfD am heutigen Abend, Markus Frohnmeier, schlägt gerne mal in eine ähnlich widerliche Kerbe. Dieses mittelalterliche Gesellschaftsbild beschränkt sich nicht nur auf Frauen. Die AfD spricht all LGBTQ+-Menschen das Recht auf eine Familie ab, indem sie der diskriminierenden Überzeugung ist, dass eine Familie nur aus Vater, Mutter und Kind bestehe. Außerdem ist im Wahlprogramm zu lesen, dass die menschliche Spezies auf zwei Geschlechter beschränkt sei. Das ist eine Haltung, die nicht mal im Mittelalter modern war. Für uns gilt es, für die Befreiung der Frau zu kämpfen, verschiedene Geschlechter zu akzeptieren und keine Sexualität zu verurteilen. Wir als Jugendkulturinitiative stehen für eine Kultur der Vielfalt, der Solidarität und leben dieses im Kleinen. Selbstverwaltung und unkommerzieller Freiraum ist das, wofür wir alltäglich arbeiten und leben. Gerade im Ländle ist es wichtig, Antifaschismus zu leben und auch antifaschistisch zu handeln. Egal ob jung oder jung geblieben, es gilt klare Kante gegen die AfD und jede andere Rechte zu zeigen.
Wir dürfen diese Partei und ihre menschenverachtendes Wahlprogramm nicht stillschweigend hinnehmen und dürfen uns auch nicht enthalten, wenn sie sprechen, sondern müssen zeigen, dass sie weder in dieser Stadt noch sonst wo willkommen sind. Es ist unsere Zukunft und die lassen wir uns nicht von den Nazis der AfD kaputt machen. Konsequent gegen Nazis, für eine Welt, in der wir leben können, für eine antifaschistische Jugendkultur. Dankeschön. Vielen Dank für diese Rede an die Jugendkulturinitiative.